An alle Watson-Mates da draußen, habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Ihr habt vielleicht irgendwo gerade ein Gebäude verbarrikadiert, habt schon zig Zäune gestellt und seid euch gar nicht so sicher, Mensch, wie viele kann ich eigentlich noch stellen, bevor sich die ersten, die ich gestellt habe, wieder selbst zerstören und vielleicht einen wichtigen Zugangspunkt, den ihr für die Gegner blockiert habt, nicht selbst zerstört. Es gibt einen Indikator, den kannte ich bis vor kurzem tatsächlich überhaupt nicht und ich glaube, viele von euch übersehen den, weil sie das Gameplay mit Watson schon in- und auswendig können und das vielleicht visuell völlig übersehen. Wir haben nicht nämlich einen visuellen Indikator. Schaut mal genau hier unten. Direkt neben meinem Finger ist so eine Art Uhr mit 12 Punkten und jeder einzelne Punkt steht für einen Zaunmast. Jeder Punkt, der jetzt blau ist, sagt uns alles klar, das ist ein Mast, der schon gestellt ist. Das heißt, ich kann jetzt noch zwei stellen. 10 von 12 sind schon gestellt und die Uhr ringsrum, diese 4 Viertel, sind jeweils die Cooldown-Zeit pro Mast. Und ich möchte euch zeigen, wenn wir nämlich jetzt den letzten Punkt auch noch füllen, seht ihr hier hinten, dass sich das erste Zaunfeld von alleine auflöst. Und das machen wir jetzt einfach mal, zack, Zaunfeld Nummer 1, Zaunfeld Nummer 2. Jetzt haben wir die Maximalanzahl erreicht, also 12 können stehen. Das heißt, mit dem 13. löst sich 1 wieder auf und wir sind wieder bei 12. Zack, und jetzt hat sich da hinten ein Zaunfeld aufgelöst, nämlich das erste, was ihr seitdem ihr die Uhr gefüllt habt, als letztes gestellt habt. Also ihr wisst Bescheid und ihr habt, wie gesagt, sogar einen Indikator, wann ist der nächste Zaunpfeiler fertig mit der Cooldown. Jedes Viertel bedeutet ein Mast und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mal wieder irgendwo richtig frech in Ranked campt, mit einem Core-Stick am besten noch dabei und einer Catalyst, dann wisst ihr, alles klar, da kann ich einen Zaun stellen, da kann ich noch einen stellen, da wird sich der nächste nicht auflösen und so weiter und so fort. Ihr wisst also Bescheid. Schreibt gerne mal als Watson Main in die Kommentare. Wusstet ihr es? Habt ihr das übersehen? Oder kanntet ihr die Anzeige, aber konntet damit einfach nichts anfangen, was es bedeutet? Also, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.